sehr geehrte Hauptstadtverordneten Vorsteherin, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren. Ich muss an dieser Stelle darauf eingehen, wie schon wieder mit den Haushaltsanträgen der Ortsvorräte umgegangen wurde. Die Ablehnung so vieler Anträge erweckt den Eindruck, dass diese offensichtlich als eher lästig wahrgenommen werden. So ist es logisch, dass für manche Ortsbeiräte, wie etwa Rotendittmold, deren Anträge in den letzten Jahren ausnahmslos abgelehnt wurden, gar keine mehr kommen. Die Sicht der Ortsbeiräte auf den städtischen Haushalt ist doch eine notwendige Ergänzung hinsichtlich der Probleme und Bedürfnisse in den Stadtteilen. Nicht selten erweisen sich gerade an diesen konkreten stadtteilbezogenen Anträgen die Ernsthaftigkeit der von den Fraktionen verkündeten Postulate. Dass etwa der Haushaltsantrag des Ortsbeirats Harleshausen zum Ossenplatz auch in diesem Jahr mit der Begründung abgelehnt wurde, es müssten hier in zentraler Lage Parkplätze erhalten bleiben, sprich Wende im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit, mit der das Thema Verkehrswende meist in der Praxis angegangen wird. Die Umgestaltung des Ossenplatzes zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität und so zum kommunikativen Zentrum Harleshausens ist doch längst Konsens. Parkplätze gibt es in der nahen Umgebung mehr als genug. Für die Stadtteilentwicklung nötigen Schritte zur Verringerung der Lärm- und Abgasbelastung auf der Wolfhacker Straße wäre der Umbau des jetzigen Parkplatzes ein sinnvoller Beitrag. Dass dies hier nun bereits zum zweiten Mal blockiert wird, während gleichzeitig vollmundig von der Verkehrswende geredet wird, ist schon ein echtes Schelmenstück. Nicht ganz so symbolhaft, aber ebenfalls unschön ist die jetzt bereits zum dritten Mal erfolgte Ablehnung des Jungfernköpfer-Holzplatz-Antrags. Im Zug des Ganztagsausbaus der Schule Jungferkopf wird die neue Turnhalle mit Ganztagsräumen auf dem Areal des Holzplatzes errichtet, der damit in der bisherigen Form wegfällt. Unterhalb der Grundschule liegt ein mögliches Ersatzgelände, dessen Ertüchtigung laut Hochbauamt gerade mal 40.000 bis 50.000 Euro kostet. Der entsprechende Haushaltsantrag wurde von dem Ortsbeirat im Mai 2021 als Bedingung für die Zustimmung zum Hallenneubau einstimmig beschlossen und inzwischen bei den Haushaltsabstimmungen 2021, 2022 und nun erneut im Fibi-Buch für 2023 abgelehnt. War dies zunächst mit Blick auf ein mögliches Beteiligungsprojekt, danach mit der Begründung, der Standort sei noch zu prüfen, so heißt es nach erfolgter Prüfung und Zustimmung durch das Umwelt- und Gartenamt, die Maßnahme habe keine Priorität. Wann hat sie denn Priorität? Der Jungfernkopf hat sich durch den Zuzug vieler junger Familien in den letzten Jahren rasant verjüngt. Jedoch gibt es für Kinder und Jugendliche nahezu keine Freizeitangebote. Die beiden Anträge haben wir hier beispielhaft noch einmal eingebracht, weil wir meinen, dass sie neben den vielen anderen Anregungen der Ortsbeiräte richtig und vernünftig sind und die Ablehnung der